Ich habe eine ganz tolle, positive Geschichte für alle von uns. Nicht ohne meinen Hund. Obdachlose wollen sich natürlich nicht trennen von ihren treuen Begleitern, auch wenn es in den meisten Notunterkünften halt nicht erlaubt ist, Tiere zu haben. Deswegen hat Sven und seine Bulldogge Lilly oft die Winternächte draußen verbracht. Aber jetzt gibt es wirklich tolle Neuigkeiten. Wir ziehen jetzt um. Wirklich glücklich. Notdürftig untergebracht auf 8 Quadratmetern in einem Dreibettzimmer. Das war für 3 Monate Svens Welt in der Berliner Stadtmission. Und diese Welt lässt der 42-jährige Handwerker nun hinter sich. Voller Tatendrang und Pläne für sich und seine geliebte Bulldogge Lilly. Und für den Neustart in eine bessere Zukunft. Rückblende. Wir lernen Sven und Lilly durch Zufall vor 2 Monaten kennen, als wir über obdachlose Leidensgenossen berichten, die bei eisiger Kälte lieber draußen übernachten, als sich von ihrem einzigen Lebenspartner zu trennen, ihrem Hund. Wie auch der gelernte Maler Andi in Hamburg. Aufpasse, ich meine es nicht zum Beißen, sondern einfach, wenn du draußen lebst und so, dass sie dafür sorgen, dass sie, hier, hörst du, bellen und anschlagen. Oh, und halt eben ist ein Freund, ne? Sven erzählt uns, als wir ihn dann mit seiner Lilly in einem Berliner Park treffen und darauf ansprechen. Man spürt es ja auch immer wieder, wie gesagt, diese drinne Kuschel in der Kniekehle oder wenn man liegt, dann man schläft schlecht, dann kommt sie hier hinten in den Nacken rein, dann beruhigt sie einen. Also das ist wirklich so, letztendlich Lebenspartner. Und nun also mit Lebenspartner Lilly auf dem Weg in ein neues Leben, in eine richtige Wohnung, nach über einem Jahr auf Parkbänken und in einer Notunterkunft. Wie aber ist der wegen eines Rückenleidens arbeitslose Gerüstbauer auf der Straße gelandet? Bei demjenigen, wo ich gewohnt habe, wo man gedacht hat, das ist ein Freund, der hat eine Partnerin kennengelernt über die Zeit und wollte mit ihr die Wohnung alleine beziehen und hat zu mir dann letztendlich gesagt, bitte verlass die Wohnung, damit wir beide hier in Ruhe campieren können. So kommt es für den 42-Jährigen damals zu seiner ersten Nacht ohne Dach über dem Kopf, die er wohl nie vergessen wird. Also die erste Nacht war ein Bahnhof, bis man dann so ein bisschen gewechselt hat. Da war ein Bahnhof, dann halt hier die Stelle. Aber man wird ja von Bahnhöfen mittlerweile überall verjagt. Also man macht sich schon Gedanken, was kann ja die Nacht über passieren, ne? Machst du die Augen zu oder schläfst du nur mit einem Auge? Und dann folgte Nacht auf Nacht. Von Gewohnheitssache keine Spur. Das ist die Stelle, wo ich genächtigt habe oder wo wir genächtigt haben. Schön ist es nicht. Also alle, die das durchmachen möchten, möchte ich nicht mehr tauschen. Auf gar keinen Fall. So, lass mich mal bitte kurz Jens 5 Minuten. Umso größer nun das Hochgefühl für Sven. Supermarkteinkauf für sein neues Zuhause von seinem 446 Euro Hartz IV Regelsatz. Noch ein tiefer Schluck aus der Buddel zur Kräftigung, dann führt er uns in die Zweizimmerwohnung, in der er als Untermieter mit Hilfe eines Sozialträgers nun ein Zimmer beziehen darf, mit seiner Lilly. Traum. Ist wirklich ein Traum. Ja, was soll ich anders? Eigentlich findet man erstmal ja keine Worte. Man ist glücklich, dass man so einen kleinen Weg, also einen kleinen Weg erstmal geschafft hat. Und der Rest noch folgen wird. Der Rest, das ist für Sven ein neuer Job ohne körperliche Arbeit wegen seines Rückenleidens. Und ein Leben, in dem er nie wieder vor die Wahl gestellt wird, sich von seiner Lilly trennen oder auf der Parkbank schlafen.